Herzlich willkommen bei babyartikel.de. In diesem Video erläutern wir Ihnen die verschiedenen Radtypen und Fahrwerkseigenschaften von Kinderwagen, da die Art, Größe und Anzahl der Räder das Fahrverhalten enorm beeinflusst. Damit sich Eltern für den richtigen Kinderwagen entscheiden, sollten auch die Bereifung und das Fahrwerk optimal auf den Alltag abgestimmt sein. Ein großer Reifen lässt sich leicht über unebene Wege und Schotter schieben. Er sorgt so für mehr Fahrkomfort. Allerdings wird ein Kinderwagen mit großen Rädern schnell sperrig und lässt sich nicht kompakt zusammenfalten. Außerdem ist er weniger wendig, da große Räder einen größeren Wendekreis haben und sich schwer lenken lassen. Dennoch ist ein Kinderwagen mit 4 großen Rädern die optimale Lösung für die Fahrt im Gelände. Im Gegensatz dazu sind kleine Räder meist drehbar, wodurch gut um Hindernisse oder durch enge Kurven gefahren werden kann. Dank kleiner Räder ist auch das Faltmaß kompakt. In Fußgängerzonen sind sie die ideale Lösung. Allerdings wird das Schieben auf unebenen Wegen schnell zum Kraftakt oder ist auf extrem holprigen Untergründen kaum noch möglich. Sind Sie ab und zu auf unbefestigten Wegen unterwegs, entscheiden Sie sich lieber für größere Räder, damit Sie den Kinderwagen flexibel auf allen Untergründen einsetzen können. Ein kleiner Tipp: Je mehr Räder ein Kinderwagen hat, desto besser ist die Gewichtsverteilung und Stabilität. Schwenkbare Einzelräder eignen sich hervorragend in der Stadt. Auch Doppelräder sind wendig und ideal für leichtes Gelände. Durch die größere Auflagefläche eignen sie sich für Schnee, Matsch und aufgeweichte Böden. Viele Einzel- und Doppelräder lassen sich lösen und drehen 360 Grad um die eigene Achse. So können sie gut durch Geschäfte oder um Regale herumfahren. Arretiert bleibt der Kinderwagen auch auf holprigen oder unbefestigten Wegen sicher in der Spur. Es gibt 3 verschiedene Arten Räder, die alle ihre speziellen Vorteile haben und Ihnen den Alltag erleichtern. Lufträder federn am besten und unterstützen zusätzlich das Federungssystem. Allerdings kann die Luft wie bei einem Fahrradreifen entweichen. Damit Sie auf alles vorbereitet sind, sollten Sie immer einen Ersatzschlauch und eine Luftpumpe dabei haben. Kontrollieren Sie regelmäßig den Luftdruck. Für optimalen Fahrkomfort darf der Reifen nicht zu stark oder zu leicht aufgepumpt sein, da sonst die federnden Eigenschaften außer Kraft gesetzt werden. Sicherheit gibt Ihnen der Daumendrucktest. Können Sie den Reifen noch gut drücken, federt er optimal. Die meisten Kinderwagen sind mit Luftkammerrädern ausgestattet, die eine Kombination aus Hartgummi und Luftrad sind. Dank aufgeschäumtem Kunststoff entstehen kleine Kammern, aus denen die Luft nicht entweichen kann. Dadurch bekommen sie leicht federnde Eigenschaften. Ein weiterer Vorteil: Sie sind leichter als Lufträder, wodurch sich auch das Gewicht des Kinderwagens verringert und er sich leichter bewegen lässt. Kunststoff- oder Hartgummiräder sind sehr leicht und werden häufig an günstigen Buggys verwendet. Leider federn diese Räder nicht. Sie eignen sich nur bedingt für unebene Wege. Vor allem Kinderwagen und Sportwagen sind mit einer Federung ausgestattet, die Unebenheiten ausgleicht und Stöße dämpft. Das ist vor allem für die empfindliche Wirbelsäule von Kleinkindern wichtig. Viele Modelle sind mit einer Metallfederung ausgestattet, die bei zunehmender Belastung immer härter wird. Nicht bei allen Modellen ist die Federung sichtbar. Um auf Nummer sicher zu gehen, erkundigen Sie sich vorher in einem Fachgeschäft. Auch auf unserer Seite babyartikel.de können Sie diese wichtigen Informationen nachlesen. Auf ebenen Wegen eignen sich hervorragend kleine Räder und schwenkbare Vorderräder. Allerdings sind auch hier Luftkammerräder besser als Räder aus Kunststoff oder Hartgummi, da sie zusätzlich zur Federung kleine Wellen ausgleichen und ihrem Kind mehr Fahrkomfort bieten. Auf unebenen Wegen und Schotter ist ein gutes Federungssystem unerlässlich. Zusätzlichen Fahrkomfort für Ihr Kind bieten große Lufträder oder Luftkammerräder. Das bedeutet für Sie weniger Kraftaufwand beim Schieben. Wechseln Sie häufig zwischen ebenen und unebenen Wegen, brauchen Sie ein flexibles und komfortables Fahrwerk. Ein Kinderwagen, der hinten große und vorne kleine drehbare Räder hat, lässt sich leicht unterschiedlichen Untergründen anpassen. Ein Beispiel: Sind die Vorderräder arretierbar, können Sie den Kinderwagen mühelos über holpriges Kopfsteinpflaster schieben. Sobald Sie ein Geschäft betreten, lösen Sie die Arretierung wieder. So können Sie leicht um Regale herumlenken. Dabei ist auch eine Federung jeweils an Vorder- und Hinterrädern wichtig. Wenn Sie oft mit dem Auto unterwegs sind, testen Sie, wie schnell und einfach sich Ihr Wunschkinderwagen zusammenfalten lässt und achten Sie genau auf das Packmaß. In unserer Produktbeschreibung finden Sie für jeden Kinderwagen die Abmessungen, die Sie mit Ihren Kofferraummaßen abgleichen können. Wenn der Kinderwagen nur knapp durch die Kofferraumöffnung passt, prüfen Sie, ob sich die Räder abnehmen lassen. So wird er noch kompakter. Unseren separaten Videos der einzelnen Kinderwagentypen entnehmen Sie, welche Bereifung und welches Fahrwerk am besten geeignet ist.